Bei Kung Fu Fitness Lifestyle, euer Kung Fu Commander lief funkisch online, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ist ein paar Sachen zum Erzählen und jetzt der Bach und die Natur ist dann doch ein bisschen ein schönerer Anblick wie ich. Oder halt, ja. Und von daher können wir ein paar Sachen klären. Ein bisschen Humor einbauen, dass das nicht immer zu trocken ist wie bei anderen Kanälen. Ja, klar, wir haben ja dann so den Kalbach, coolen Humor. Ja. Und das können wir ja mit einbauen. Und ja. Oder dann auch Humor, wo Vedetta oder Patrick Schröder hat. Oder Nikolai, das sind wir auch irgendwie. Karate Kid, die erste drei Staffeln, die Trilogie. Ja. Hat ja noch einen schwäbischen Titel. Das ist der wenigste. Ja. Karate Kid 1. Jeder Film mit Doyle hat ja noch einen Zweititel. Und es, die Schwaben brauchen immer noch extra Wurst. Und Karate Kid 1 hat der schwäbische Zweititel, eine B-Muller kommt weiter. Ja, obwohl die B-Muller hat sich aber am Schluss nicht auf C bissen und hat halt dann doch dann den gerade Titel gewonnen, den Champion-Titel. Ja, wir Cobra Kai waren ja wieder natürlich so super menschlich und haben dann gesagt, Daniel LaRusso, du bist voll okay. Und haben dann noch den Titel gegeben, so sind wir halt. Ja. Dabei ja der Daniel LaRusso mit einem illegalen Kick gewonnen hat. Ja, ist eine fingierte Geschichte, aber ist doch in Ordnung, wenn man so ein bisschen Spaß hat. Der zweite Teil von Karate Kid, eine B-Muller in Okinawa. Ja. So. Und Karate Kid 3, ein B-Muller ist wieder zurück. Ja, ein Schmetterling, hey. Ich bin auch ein Schmetterling. Und von den Amerikanern, von den Sportlern, die in Amerika leben, Karate Kid 3, B-Mule Comeback. Ja. So, das war, hat man ein bisschen mit Humor angefangen, ist auch in Ordnung, gehört dazu. Ja, ich habe mich da in der Wurzel gefangen. Der Wald ist mein Dojo, euer Liebhung. Ja. Und hier sind wir nah am Wasser, passt zum Wing Chun. Wing Chun, Jack Kundo, da haben wir mit Wasser verglichen. Heute habe ich meine Uder erstmal von außen rausgequetscht. Ich habe einen Auftrag polieren, das habe ich gemacht. So wie es Mr. Miyagi auch immer verlangt von mir. Ja. Tja, der nächste Che Guevara. Ja. Und eigentlich noch ein bisschen Tauzeuger mit nacktem Oberkörper. Heute können wir es machen. Ja. Habe auch gut definiert. Gott, ein bisschen noch weiter Speck abspecken, dann passt es. Ja. Also, ja, wo war er? Ich hatte schon gut vergessen, mein Text. Ja, genau. Karate, Thai-Boxer, MMA. Ja gut, MMA hat ja keine Fahrform, aber MMA ist schon gute Wettkampfform. Karate, Thai-Boxer und Shih-Tzu, den er Wettkampfform und den er als Fahrform. Ja. Was ich beim Wing Chun halt dann kritisiere, Wing Chun hat sich technisch super weiterentwickelt, ja, aber es gibt halt im Wing Chun keine Wettkampfform. Ja. Was ich schade finde, weil es gehört halt an der Art dazu. Wettkampfform ist halt erstmal offizielle Wettkampfform. Es gibt in verschlossenen Dojos gibt es im Wing Chun Wettkampfform, aber keine offizielle Wettkampfform. Ja. Und wenn ich zum Beispiel einen Wettkampf oder Sparring habe im Dojo, bin ich nicht so nervös, weil es halt, ja, weil man schon alle Gegner durch hat, so. Ist ja, sind ja nicht so viele Schüler. Und ja, weil das halt dann spontan kommt und dann bist du nicht so nervös, wie wenn ein Wettkampf irgendwann mal in ein paar Monaten ist und dir schon vorher Gedanken bist, dann bist du nervöser und der Adrenalinspiegel und Nervosität, was du auf so einem Wettkampf mitnimmst, auf so einem offiziellen Wettkampf, dann hast du auf der Straße auch. Ja, so wenn du weißt, der andere will da. Es sind zwar große Unterschiede noch, aber das schult dich dann auch, dass du mit Fahrt dann noch besser bist. Und deswegen finde ich es schade, dass das ist die Kritik, die man zustellt, dass die da gehört auch noch offizieller Wettkampfform her, nach meinem Geschmack. Ja. Sifu Serge hat das auch gesagt und es wäre doch schön, wenn irgendwie Verbände das irgendwann mal organisieren würden. Ja. Ja, Kritik. Zum Beispiel, ja, es gibt mir jetzt wieder ganz viele Leute da runter und so weiter, was mir auch schnuppe ist. Man kennt ja die Gesellschaft, der Ellenbogengesellschaft ist ja nicht anders. Ich denke mal, von den heimatliebenden Menschen
von den nationalen Menschen, wie Patrick Schröder oder Vendetta oder Nikolai oder Miskiner oder Don, die geben wir, oder irgendwelche thailändische Frauen oder andere Thailänder, die geben wir da mal rauf, denen halt, die sind halt positiv eingestellte Menschen, weil es halt heimatbezogene Menschen sind für ihre Kulturen. Und Patrick hat mir beim Livestream von ihm mir mal Kritik gesagt, wo ich dann daraus gelernt habe. Das war wertvolle Kritik. Wir haben die Kritik zum Herzen genommen, haben es dann umgesetzt. Dass er mich kritisiert hat, der Patrick Schröder, war ein Lernwert. Ja? Und wenn ich zum Beispiel andere kritisiere und sage, das, was du über das Wing Chun behauptest, ist nicht richtig, dann ist das ein Basement. Ja? Das soll ja nur zur Weiterentwicklung anregen, vor allem wenn die Leute in dem anderen Kampfstil behauptet, bei denen ist Kritik erwünscht, also dann mach ich es doch. Patrick Schröder hat gegen, also ich habe jetzt so einen anderen gemeint, der am Schwäbischen lebt und ja gut, habe ich einen wichtig, so ja nicht das Thema sei. Ja. Auf jeden Fall war die Kritik da nicht bis gemeint, weil es wieder nachgestellt wurde, da sucht man Streit, da sucht man Beef und so. Ja. Patrick Schröder hat mich kritisiert und es war für mich kostbare Erfahrung. Ja. Also ja, ich habe jetzt gerade von dem, wo meine Kritik nicht aufgenommen hat, keine Leute aus der Politik, sondern andere Leute. Ja. Und Patrick Schröder hat mir Kritik gestellt. Also ich habe halt Chatkunde Dole gemeint. Und Patrick hat mir Kritik gestellt und das war für mich wertvoll. Ja. Und eine wertvolle Erfahrung, dass ich darauf eingegangen bin. Und ich habe gesagt, dass ich nur deutsche Stimme lese, weil die Massenmedien ist mir doch ein bisschen zu verlogen. Ich habe gesagt, ich soll mir allgemein das Panoramabild von allem nehmen und alles mal durchlesen. Dass ich das Gesamtbild besser verstanden habe. Und da hat er auch recht. Und deswegen war für mich eine wertvolle Kritik. Ja. Und wenn ich zum Beispiel einen kritischen Punkt am Patrick finde, der ich habe keinen gefunden, dann der das auch dankend annehmen. Und sie sind halt heimatliche, nationale Menschen positiv zueinander. Und das ist halt auch ein Kanal, wo die führen, wo ich mich auch gut aufgehoben fühle. Ja, so jetzt zum Beispiel. Wie schon gesagt, Chet Kune Do ist ein guter Stil. Ich liebe den Stil. Wie schon gesagt, ich trainiere auch mit jemandem zusammen, Chet Kune Do, und wir ergänzen uns super. Der ist so rumgelegen. Ja. Wenn Leute behaupten, ja, in anderen Kampfstilen lernst du schlagen, blocken und im Wing Chun lernst du nur sie umtauen als erstes, du lernst du das Schlagen und blocken nicht. Da ist das, da haben die Leute keine Ahnung vom Handy, kein Fachwissen, weil sie im Tau ist ja Schlag und Blocker schon drin. Und wenn die Form lernst, ja, dann tust du ja leichter. Sie im Tau nennt sich kleine Idee. Da sind Sachen von Anfang an dabei, wo du für die ersten zwei, drei Schüler gerade brauchst und Sachen, wo du später auch noch brauchst. Dann hast du es nämlich schon tausendmal geübt und wenn die Technik dann kommt, tust du dann nicht so schwer. Aber da ist ja Schlag und Blocker dabei. Und da lernst du auch gleich beim Anfang an. SV, wie du gleich wehren kennst. Also im Wing Chun lernst du, habe ich Wing Chun gesagt, Wing Chun ist ja 7000 drin, dass du gleich beim Anfang an das lernst. Ja, Bruce Lee hat in Amerika seine Schüler erstmal 90 Minuten 7000 machen gelassen im Chet Kune Do, weil dass die das schnell lernen. Ja. Und das Wing Chun schneller begreifen, das Wing Chun, wo er in Zeit Chet Kune Do eingebaut hat. Dann haben sie 90 Minuten zu dem Tau gemacht und haben sie andere Sachen gemacht. Also im Bruce Lee hast du heftig lang trainiert und hast halt viel mitgenommen. Da hat die Leute trainiert wie Freunde und dann haben sie auch angstfrei trainiert und haben auch viele Techniken mitgenommen. Bruce Lee ist ein gigantischer Mensch. Und wenn Bruce Lee sagt, sei formlos, dass du halt verschiedene Stile da aufbist und dass du das dir halt auch zugute eignest, dass du halt Zeitkick brauchst, das nutzt, wenn du Kettervorstoß, das nutzt und wenn du einen Bruderkampf gehst, auch vielleicht zum Beispiel Jiu-Jitsu-Technik einbaust. Aber wenn du, auch hat er gesagt, wenn du Wasser in der Tasse gehst, wird es zur Tasse. Wenn du Wasser in der Vase gehst, wird es zur Vase. Also damit hat es ja dann in dem Moment Wasserform. Also von der, und du sollst auch auf die Körperentwicklung achten und nicht nur auf die Formtechnik. Aber im Brustiv war die Former auch wichtig. Also, sagt er schon, gehst du Wasser in der Tasse, wird es zur Tasse, gehst du Wasser in der Vase, wird es zur Vase. Und Bruce Lee wollte, dass die,
traditionelle Kampftechniken auch weiter Bestand behalten worden und sich da auch entwickelt. Ja. Und es ist ja im Jun-Ketten, dass sich ja Kampftechnik sich weiterentwickeln soll, muss nicht unbedingt, ja, auch das. Ja. So, sei wie Wasser, mein Freund, hier, der Bach. Ja. Und jetzt zeige ich euch ein bisschen die Umtau-Technik und das Sinnbild, warum das so ist. Ja, ja, bin ein bisschen haarig auch, ist manchmal ein bisschen cooles Wetter, kann man Körperbehaarung brauchen. Die sind auch sehr schwarz bei mir, von Natur aus, an der Brust, am Bauch. Meine Haare auf dem Kopf sind natürlich gefärbt. Da bin ich stolz, dass ich eigentlich eine lebende Handeifigur bin, Manga-Figur. Halb chinesisch, halb teils deutsch. Oder, ja, ich weiß nicht, wie man das in Prozentzahlen noch rechnen kann. Ja, also ich habe so auch einen sehr deutschen Ursprung, da bin ich auch drauf stolz. Ja, ich war auch chinesisch-deutsch, von daher bin ich auch nicht der Ausnahme, wie den Blech auch und so. Ja, im Wing Chun kann man auch was, im Jet Kune Do kann man auch was kritisieren. Dabei muss sich immer alles weiterentwickeln. Ja, also zwangsmäßig nicht. Donnie Yen hat auch ein bisschen im Jet Kune Do Weiterentwicklung gehabt. Aber groß technisch hat sich das nicht weiterentwickelt. Aber ist ja in Ordnung. Ja. Ist trotzdem sehr genialer Kampfstil Jet Kune Do und ich mache es gern von Herzen, weil ihr mehr mit einem trainieren, wenn ihr mit anderen Jet Kune Do oder mit treffen könnt, der das Mara und der DDR-Film mitnehmen. Ja. Aber das Vertrauen muss im Grundform mal da sein. Jetzt machen wir es im Tower. Ja, Akku stimmt, da bin ich mal begeistert. Ja. Legen wir los.
Regel zum Beispiel. Ja. Dass man macht das hier, ne? Schlagen den Kopf weg, ne? Dass man den Ellenbogen in das Gesicht und dann die Größe nachsetzen. Ja. Das ist zum Beispiel Technik. Ja. Und packst du auch mehr Sprenge. Ja. Feste Rennen. Ja. Weißt du, dass auch Technik ist, wenn man auch in die Atmungssequenz lang Rückenpackser haben wir schon, ne? Da gibt es ja noch die Technik, dass man einfach schon andere Außenpackser bewegen, der schlägt auf mich zu und schlägt die Hand weg, ne? Und dann nehme ich nutze die gleiche Hand, natürlich mit Bedenken, und schlage so ins Gesicht, ne? Das ist mit der Handfläche, ne? Und das heißt, die Faust, ne? Kann ich variieren, ne? Das ist auch eine Technik, wo ich dann so das Schultergrad mache, ja, dann da Außenpackser bewegen, Zeit zu sparen. Und wenn ich dann die Technik kann, in der Hand ist, vorher habe ich auch viel mehr Schwung, um den Richter zu treffen. Ja. Ja, wenn ich auch mit der Handfläche treffe, dann muss man gegen auch schon Hand sein. Ja. Immer nur die Bewegung. Dass wenn er mir einer im Griff hat, dass es auf seine Ruder hat zum Beispiel mit Schwung. Von Ellison Techniker gibt es hier im Tau drin, das ist ein starker Druck, er ist schon drin. Ja, und dann schon gibt es schon effektiv das Erfahrung von Anfang an. Ja, also. Also ja genau, der Test. Denkt auch jeder, was möchte da. Ja. Das sieht man schon in die ersten zwei Schulen gerade, da packt man einen Arm. Ich freue mich, macht keine Frühstück. Also das ist das Symbol dahinter. Ja. Okay, ich würde es im Tau zeigen. Von Anfang an bis Ende, ohne Unterbrechung, ohne Erklärung, dann hängt das auch noch drauf. Ja. Ich weiß nicht, meine Gedanken hier noch ein bisschen abgeschweift. Ja, Vogel, Vögel, ja, Vögel. Ja, Vögel. Schön mal zu trainieren. Ja.
gesagt, das stimmt auch, die kleine Idee, das hat die Knie so gemacht. Da sieht man halt die Kraft von der Frau, wie die das weiterentwickelt hat. Wenn die Kinderfrau ist, ist auch noch gut gestiefen und gut. Ich bin stolz, dass sie die schon macht. Ja. Und damit, ja. Ja, so ist die Idee, was er die Idee schon hat. Ja. Ich habe am Anfang noch ein bisschen mau geworden. Ich glaube, wenn man das Hundbild wieder kriegen in der Stadt, ist das ja super. Ja. Aber das Hundbild. Achso, ja. Ja, Bodenkampf mit dem Chet Kunidola geht letztes Mal. Der Blessure, er Blessure. Ja, mit dem trainiere ich super. Da tauscht man sich halt super aus. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, Blessure von dem Kollegen. Der hat auch Blessure. Aber wenn uns halt bodenkampfmäßig gut austauscht. Wie schon gesagt, der Lipschett kommt da, ist ein guter Stil. Aber wenn ich Kritik zum Wing Chun habe, kann man auch zu anderen Stilen mal was sagen, ist schon nicht die Welt. Ja. Umso länger hier ist ein Paul Lappen, umso länger besser man eben noch was gemacht. Genau. Ja. Was sind wir? Ja. Hoffen Sie zum Schießer. Können wir mal von Nord wieder schauen, Linkkunst von der Zeige, wenn er will. Ja. Ja, und sonst? Macht Spaß, Freunde. War vielleicht auch noch viele Kräuter. So. So. Wenn man wieder super nahe kriegt. Hoffe ich mal. Ja. Gut, ich habe ja auch keinen anderen Kanal gekriegt, weil das auch wieder so nachgestellt wird. Ja. Man hat halt unter heimatliebenden Menschen, da kannst du mal was kritisieren. Da wurde keine Welle draus gemacht, sondern ja, ist halt in Ordnung. Und dann nimmt man das an oder nimmt es nicht an. Patrick Schröder hat mich auch kritisiert, war auf den Gewinn von meinem Leben. Ist ja eh ein guter, aufrichtiger Mensch. Ja. Von daher, wenn der da auch, hier ist die Firma. Ja, tut ein bisschen, passt jetzt nicht so. Ja, auf der anderen Seite hätten wir noch mehr zeigen können, aber ich warte jetzt nicht durchs Wasser. Ja. Ist ziemlich, ja. Also ich sage, viele Leute feiern meinen Kanal, ich habe auch viele Fans, viele Gegner, ist ja egal, Hauptsache alle gucken meinen Kanal an. Ja. Und selbst wenn nur zwei Leute mich feiern täten, dann wäre das schon mein Ziel erreicht. Wenn das jetzt nur Bianca und Mario mich feiern täten, die Marinos, ja, dann wäre das schon mein Ziel erfüllt, das wäre schon mein Hauptgewinn, weil die zwei sind gute Menschen, die feiern, was ich mache. Das freut mich voll im Herzen. Dann, wenn nur das wäre, dann wäre das schon eine Bereicherung in meinem YouTube-Wesen. Aber es feiert mir auch viele, viele andere Jahre. Ja, Thailänder, Österreicher, Schweizer, Deutsche, Chinesen, so viele Nationen. Japaner, Koreaner, Philippiner, Vietnameser. Ja. Und von daher auch Flugzeug. Und die japanische Sonne, Fahne am Himmel, die Sonne. Also auch ein germanisches Symbol. Ja. Und von daher verabschiede ich mich. Ja. Ja. Ja, meine Blessure, wenn man es noch sehen will. Ja, ist ja nicht der Rede, wer die paar Kratzer. Ja, das ist eine schlimmere Blessure, geht aber.
ja, wie schon gesagt, Jeet Kune Do liebe ich, da hat der Bruce Lee wirklich ein Machtwerk hinterlassen. Und ja, aber was jeder Athlet aus seinem Stil draus möchte, das liegt ja in jedem Athlet selber. Ja, es gibt ja auch viele gute Jeet Kune Do Schulen in Deutschland, aber es gibt halt auch überall auch Leute, die dann nicht so dran arbeiten wollen und dann keine Vorwärtsentwicklung hin, sondern das Gegenteil. Das gibt es auch in Schulverbänden, gibt es unter anderem auch, wo es genauso ist. Also, aber es gibt halt auch sehr viele Wing Chun Verbände, wo hervorragende Fortschritte machen und da auch Weiterentwicklung gibt. Ja. Wie zum Beispiel, da gibt es ja schon Wing Chun Verband nur fürs Internet. Natürlich, wenn du im Internet trainierst und Prüfungen abnimmst und das einmal läumst und keiner Sifu hast, der dich korrigiert, dann kann es ja nichts machen. Und EWTH hat sich, ja gut, hingestellt, ob es eine Weiterentwicklung war, im Kernspecht sei Veränderung. Ich fand, das ist eine Rückentwicklung, ist aber Geschmackssache. Ich fand es, Wing Chun, wo sie damals gemacht in den 80er, 90er, effektiver. Und sonst sieht man eigentlich in den meisten Wing Chun-Verbänden einen Fortschritt. Ja. Und ja, das Gegenteil eigentlich, ja gut, ich hatte ja im letzten Video gesagt, es gibt auch viele Jeet Kune Do Schüler, die, da gibt es jetzt nicht oben einen Fortschritt, aber die sind sehr gut drauf. Ja. Also technischer Fortschritt habe ich da jetzt nicht gesehen, bis auf die, also in Deutschland mal. Dann gibt es halt viele Jeet Kune Do Schüler, da sieht jeder Athlet aus wie ein Sextourist aus Thailand. Also ich habe nicht besser gemeint. Also, ja. Aber es muss sich auch nicht jeder Stil sich fortentwickeln. Wenn es sich von sich aus tut, ist klar, aber es muss nicht erzwungen werden, Entwicklung. Und Jeet Kune Do für mich ist auch genauso ein Lieblingsstil wie Wing Chun. Wenn da jetzt 160 an das Jeet Kune Do schlecht gesprochen, da hat er irgendwie meine Worte nicht verstanden. Also Jeet Kune Do ist ein geiler Stil und hat das was effektiv draus gemacht. So, jetzt habe ich wieder viel geschwätzt wie Welle. Weil man weiß ja, wie die Hassgesellschaft hier ist. Die versucht ja aus jedem Wort einen Strich zu drehen. Ja, ja, das habe ich ja gestern wieder mitgekriegt. Da habe ich ihm das erklärt, aber nö, der hat die Erklärung nicht geduldet. Der hat oben denkt, mir als Feindbild erkoren wollen, dann ist so. Ja, dann, wie gesagt, Jeet Kune Do ist ein guter Stil, ein geiler Stil, weil halt viele Stile drin sind. Ist ein lebendiger Stil, ist ein Stil, wo man sehr viel Denk rausnimmt. Ist auch ein normal Fitness Bodybuilding drin. Ja. Dass so Athleten wie Rocky Chegedito gegeben hat und andere, die quasi, man kann ja nicht sagen, dass Rocky Chegedito zur Weiterentwicklung von Jeet Kune Do war, sondern Rocky Chegedito war ja Rückentwicklung. Das war ja der Bodensatz der Gesellschaft, also in meinen Augen. Ja. So, und ja, also. Und es gibt ja viele, ja, die sehen jetzt nicht so im so Fitnessbereich so aus wie ein Donnie Yen oder ein Bruce Lee. Dabei ist ein Jeet Kune Do, ein Thai-Boxer ja auch tief im Behalter ist das Fitness-Bodybuilding. Ja. So schönes Wasser, schönes Symbol für das Wing Chun und für das Jeet Kune Do, das Wasser. Sei wie fließendes Wasser, mein Freund. Da sieht man, wie das Wasser jetzt um den Steuer rumfließt und sich seinen Weg bahnt. Wasser lässt sich von nichts aufhalten. Ja, Wasser geht seinen Weg, Wasser der Brachialgewalt, Wasser kannst du nicht fassen, Wasser kannst du nicht verletzen. Das hat alles der Bruce Lee gesagt, ich stand vorhin mit Brennnesseln. Alles richtig, alles genau. Ja, Wasser kann der härteste Material sprengen mit der Kraft. Ja, und so ist es Chisau. Wenn Chisau seinen Weg nicht findet, weil der andere blockt, dann geht Chisau außenrum. Ja. Das ist zum Beispiel der perfekte Vergleich mit Wasser. Chisau zum Beispiel aus dem Wing Chun. Wing Chun ist wie Wasser, der findet immer...